Willkommen zurück in einer neuen Folge Minecraft. Ja, das letzte Mal habe ich ja so ein bisschen, verkackt, sage ich mal. Mit dem Command-Block. Ich habe jetzt aber dran gedacht und habe mir die Koordinaten aufgeschrieben. Das heißt, wir können das jetzt erstmal setzen. Und ich muss zugeben, ich habe nochmal ein bisschen rumgespielt in der Zwischenzeit. Was hier so die Welt angeht. Und ja, wie soll ich sagen, das hier war umsonst, weil ich habe mal rumprobiert, wie wir das hier am schönsten machen. Und ich hätte jetzt sowas gemacht. Und zwar mit einem Eisenblock, die kann man ja auch schön chiseln. Das mache ich mal direkt. Den hier brauche ich. So. Und anstatt da irgendwie so was Langweiliges hinzusetzen, hätte ich jetzt mal, ich glaube, das hier war's, oder? Den hier dahingesetzt, dass das nicht so langweilig aussieht. Aber zuerst brauchen wir mal das da. So, das war TP, den Spieler. Dann waren die Koordinaten minus 275. 76 und minus 1582. So. Und wegen der Beleuchtung hatte ich mir überlegt, es gibt nämlich auch von der Carpenter Mod, beziehungsweise ich suche nach einem Button. So. Okay, ist einfach genug. Dann machen wir mal den da. Vier Stück. Dass wir das hier so ein bisschen symmetrisch haben. So. Und die wollte ich dann mit Glowstone praktisch befüllen. Und die leuchten dann auch wirklich. So wollte ich das ja auch dann bei unserem Stargate machen. Ich glaube, das wäre ganz cool. Und ich hatte auch mal geguckt mit Bäumen. Irgendwie kann sein, dass ich das falsch in Erinnerung habe, aber die wachsen irgendwie nicht richtig, wenn um die herum noch ein solider Block ist. Das heißt, damit der hier wächst, müsste ich das Ding hier mal zwischenzeitlich wegmachen. Und da hatten wir ja noch manch andere. Hier zum Beispiel den hier auch. Ich war mir eigentlich recht sicher, dass das auch so, also dass sie auch so wachsen. Aber, und hier, der geht dann erst gar nicht. Wobei, den würde ich dann auch umsetzen, weil, was ich auch vergessen habe, wir haben ja noch die Laternen. Also hier, die unsere Wegbeleuchtung, die müssen wir ja auch noch hier hinsetzen. Und das würde ich dann auch mal noch direkt machen. Gehe ich mir nochmal unseren Glowstone holen. Entschuldigung. Und so, du kannst weg. Das setze ich dann auch erstmal hier rein. Ich meine, jo, irgendwann werden wir es vielleicht nochmal gebrauchen können. Wobei, das behalten wir mal noch. Wir müssen eh noch zwei Eisen machen, dass wir noch die letzten Laternen machen können. Euch wollte ich. Und ich habe gar keine Slabs mehr von den Stonebricks. Da müsste ich mir dann auch noch gerade ein paar machen. Schmeißen wir einfach ein paar hier nochmal in den Ofen. Den Glowstone habe ich vergessen. Dichter. Da müsste ich sowieso mal nochmal ein bisschen holen gehen. Oh, da hatten wir sowieso noch. Alles klar. Für was hatte ich denn das gebraucht? Stimmt, stimmt, wir müssen ja sowieso noch das Dach fertig machen. Da war ja was. Ah, dann passt das doch. Okay. Brauchen wir noch was? Ich glaube nicht. Halt gerade nochmal zwei Eisen da hinten in den anderen Ofen werfen. Und dann kann es losgehen. Eins, zwei. Und eins, zwei. Und du. Aber wir können ja schon mal anfangen gehen. Wo setzen wir denn dann noch welche hin? Die hier steht eigentlich ganz gut.
Dann würde ich sagen, machen wir hier noch eine hin. Ich das jetzt hier hinsetze, wird das ein bisschen eng, ne? Dann mache ich mal gerade doch hier noch ein bisschen breiter. Wir haben ja noch Sand dabei. Das was so machen und vielleicht so. Und die Laterne dann ja, hier hinsetzen, ne? So. Dann ist das hier nicht ganz so eng mit dem Baum auch gerade. Jo. Und vielleicht ja, hier hin. Wobei ich dann hier wohl noch ein bisschen Erde auffüllen würde, weil ich will das nicht ganz so am Abgrund haben. Lass was so machen. So. Hier vielleicht nochmal eins. Hier nochmal. Hier nochmal. Hier nochmal. Hier nochmal. Ja, das geht. Das geht. Oh, hier müsste aber auch sowieso noch ein bisschen schöner gemacht werden, sehe ich gerade. So. Ah, und das hier müssen wir noch gerade warten, bis der Baum gewachsen ist. Wir können auch noch mal gucken mit unseren Fallen, dass wir eventuell noch mal Knochen haben, dann geht das etwas schneller. Aber jo, hier oben haben wir ja dann genug Beleuchtung. Dann kommt hier eins drauf. Und hier. Und natürlich den Glowstone nicht vergessen. Blub. Ich glaube, wenn wir dann hier wirklich noch so ein bisschen mehr Grünzeug hin haben und wir dann hier so einen praktischen Waldweg, den Hügel hoch haben zu unserem Pavillon, ich glaube, das sieht ganz cool aus. Dann halt noch gerade mit der Beleuchtung. Na, so. So, so, so. Und da geht's dann weiter. Ach, komm schon. Ist immer ein bisschen blöd. Wenn man nicht ganz in Reichweite ist, setzt er den trotzdem kurz, aber macht es dann direkt wieder weg. Das ist irgendwie merkwürdig. So. Ein paar brauchen wir noch. So und so. Dann wäre das auch erledigt. Waren das vier Glowstone für eins? Genau. Dann machen wir die Buttons auch noch, weil das geht mit dem Dust leider nicht. So. Dann leuchtet das schön. Sieht dann halt so ein bisschen interessanter aus als einfach nur ein Holzblock oder sowas. Vielleicht noch irgendwas draufstellen, dass das nicht so ein langweiliger Einzelblock ist. Gucken wir mal. Wir haben ja Zeit. Aber so finde ich das schon mal ganz cool. Okay. Glowstone brauchen wir trotzdem noch, wegen den Laternen. So. Und rein. Jetzt bräuchte man halt hier nochmal von diesem komischen dunklen Eisen. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Aber das soll ja eigentlich fertig sein. Dann können wir nochmal Laternen machen. So. Das müsste so gewesen sein. Genau. Perfekt. Können sowieso mal gucken, dass wir noch ein bisschen mit den Laternen rumspielen. Aber ich glaube, hier haben wir jetzt erstmal genug. Kommst du dahin? Eins drauf und eins rein. Wunderbar. Jo, die Laternen hier hoch reichen dann auch. Dann gehe ich jetzt nochmal schnell nach den Fallen gucken. Und dann müssten wir auch eigentlich nochmal ins Bett gehen, glaube ich. Aber ich will hier echt noch ein paar Bäume pflanzen. Ich finde das eigentlich ziemlich schön, wenn hier halt so schön im Grünen alles ist. Die Aussicht an sich mit den Feldern ist zwar auch schön, aber ich finde, das sieht halt so ein bisschen nackt aus. Ich weiß nicht. Ja, die Fallen. Die Fallen waren hier. Oh ja, ich nehme jetzt erstmal nur die Knochen raus. Ich bin mal faul. Na toll. Ja, wobei, wenn wir jetzt. Wir haben ja noch ein bisschen Köder, ein paar Köder drin, wenn wir das jetzt so lassen. Können auch Eier kommen, okay. Ich beschwere mich nicht. Nee, ich nehme alles raus, dann läuft es auch nicht voll. So. So. Und du da und du da und du da. Gut. Das werfen wir jetzt noch gerade in die Kisten. Beziehungsweise wir gehen erst schlafen, dass hier nichts spawnt. Wir kennen das ja mittlerweile. Und
Und dann legen wir unseren Krimskrams nochmal weg. Und ja, ich guck mal dann auch, ob der Teleporter dann auch wirklich funktioniert. Das wäre vielleicht auch noch. Stimmt, wir hatten hier ja den ganzen Stein reingetan. Ich bin so doof. Ach, Kinas. Ihr müsst was ertragen. Egal. Das legen wir mal noch kurz weg. Dann die Federn brauchen wir nicht. Die Knochen werde ich jetzt benutzen. Und den ganzen Kram hatten wir unten. Das können wir eigentlich mal noch weglegen. Die Eier, die werfe ich jetzt einfach gleich in den Hühnerstall. Vielleicht haben wir Glück und es kommen kleine Hühnchen raus. Ich dazu. Die brauchen wir erstmal nicht. Ah, hier hätten wir noch von dem Kram gehabt. Sehe ich gerade. Na toll. Es ist ein Träumchen. Irgendwas hatte ich doch noch gerade im Kopf. Genau, die Laternen. Jetzt haben wir nur keinen Platz. Ach so. Okay. Passt. Passt, passt, passt. Dann, ja. Euch noch hier ins Regal. Flupp. Und flupp. Und flupp. Und das werden wir jetzt benutzen. Auf geht's. Die haben Zeit. Oh, das hier müssen wir noch auffüllen. Das ist wichtig. So. So, keine Ahnung. Und dann geht's an die Bäume. Als erstes mal dicht, dass wir hier die Erde nochmal richtig hinsetzen können. So. Das hier sieht noch ein bisschen arg kantig aus. Ich hier doch noch ein bisschen so. Muss hier sowieso mal noch zupflanzen gehen. Aber das machen wir, wenn es soweit ist. So, du da noch? Wo hatten wir den eigentlich stehen gehabt? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Hier hätte ich auf jeden Fall noch gerne irgendwo ein Bäumchen hingehabt. Ich mache hier, glaube ich, mal noch ein bisschen breiter. Ich mag das nicht so, wenn der Weg so direkt am Abhang ist. So, dann machen wir vielleicht hier den Baum hin. Sehr schön. Aber hier so ein bisschen Grünzeug. Vielleicht dann hier noch einen Baum hin. Und dann sieht das schon ganz gut aus. Jo. Dann testen wir mal, ob es funktioniert. Ja. Das ist nix. Funktioniert das mit dem Eisenblock nicht? Ah, ich hab das. Okay. Habe ich ja dann auf Cancel gedrückt, wahrscheinlich, oh Mann. Den Spieler minus 2, 7,5, das ist blöd mit dem Mikro hier. 7,6 und 1,5, 8,2. Dann. Ah, okay, must be an op player in Creative Mode. Dann machen wir das also. Open Toolan, laut Sheets. Und, so. Und das Ganze nochmal, yay. Minus 2,75, 7,6. Und minus 1582. So, jetzt aber.
Game Mode wieder richtig machen. So. Ah, das ist schon besser. Das sieht doch gut aus. Nur blöd, dass wir jetzt am Marktplatz landen. Jetzt müssen wir wieder hier hochwatscheln. Aber was soll's. Ja, wenn jetzt der Baum hier noch steht, dann ist das alles nicht mehr so nackt. Okay, plupp, plupp und wupp dich, wupp dich, wupp dich und schwupp dich. Okay, jetzt funktioniert es auch endlich. Oh, dich setzen wir mal noch irgendwo hier dazwischen. So. Ich glaube, das nehme ich jetzt auch mal in Angriff, dass ich hier die Wiesen wieder, ja, bepflanze. Ich glaube, den hier kann man ein bisschen mittiger setzen. Oder? Vielleicht hier. Okay. Jo. Gartenhütte. Da haben wir den ganzen Spaß ja drin. Nehme ich mal von jedem mal noch ein Stack mit. Dann schauen wir mal. Eins, zwei, drei. Ach, die Drawer sind schon echt super. Hamburger fressen. Machen wir das hier noch schön. Auch hier, wo die Bienen waren. So, so, so. Hier noch eins hin. So. Hier fehlt ja auch noch ein bisschen was. Ah, hier war wahrscheinlich der Zaun. Oh ja, hier war der Zaun. Dass man nicht auf die Gräser selbst klickt. Hier mal abgegrast, sehe ich. Immer so eine dumme Friemelarbeit eigentlich. Aber es sieht halt doof aus, wenn hier einfach so kahle Stellen mittendrin sind. Blümchen hin. Dann sieht die Wiese bald wieder schöner aus. So, aber die waren hier. Wobei das hier sieht nun mal gut aus. Okay, wann. Ja, hier war noch eine gerade Stelle. So. Ist zwar eine, ja, langweilige Arbeit, aber es trägt doch schon viel zum Landschaftsbild bei. So. Mal wieder eine schöne frische Wiese hier. Jetzt geht's an den Hügel selbst. So. Hier hinten noch ein bisschen. Wobei ich hier. Huch, warum ist das Ding so grün? Ah, wegen dem Biom. Stimmt, stimmt. Das sieht ja anders aus, wenn es in anderen Biomen steht. Zumindest vom Farbton. Dann natürlich hier noch. So. Müsste da eigentlich ein bisschen systematisch herangehen, dass wir nichts übersehen. So. Ups. Aber ich glaube,
Es war eine gute Entscheidung, bei größeren Flächen immer den Kram abzumähen, dass wir das für so Aktionen hier noch über haben. Weil ihr seht ja, wir haben jetzt schon fast einen Stack von dem Kram nochmal in die Gegend gesetzt. So. Hier noch. Ein bisschen Gras. Und hier so. So und so. Ja, wir haben jetzt keine Blumen mehr. Setzen wir das normale Gras noch so weit es geht und machen dann irgendwann anders weiter. Man muss es ja jetzt nicht übertreiben. Vor allem glaube ich, dass das echt langweilig ist, wenn ich hier eine Viertelstunde nur rumlaufe und Gras setze. Aber ich muss mir sowieso mal noch überlegen, was wir jetzt als nächstes machen. Wobei, komm. War das noch gerade leer? Dann muss ich ja wieder ins Bettchen gehen. Ich muss irgendwann echt mal hier. Ich glaube, ich mache das. Ich glaube, ich mache das doch. Komm, das machen wir jetzt mal. Wir haben jetzt eh schon gecheatet. Ich mache jetzt mal die Monster aus. Dann machen wir mal hier so eine Nachtwanderung. Ich habe ja mal hier während einem Live-Let's Play im Chat gefragt, ob wir das mal machen sollen. Da hieß es ja, lieber nicht. Aber ich mache das jetzt mal. Es sieht echt schon schick aus hier bei Nacht mit den Laternen. Das muss man sagen. Ohne die Shader wäre es wahrscheinlich immer ein bisschen was anderes, aber wir haben ja Shader. Ah, eigentlich hätte man die Laternen hier ein bisschen weiter nach vorne ziehen können. Komm, das machen wir aber noch gerade. Flup, flup, flup. Wie düster es direkt ist. Dann setze ich das Ding mal hier hin. So. Ich glaube, das sieht besser aus. Und da hinten ist mal wieder ein bisschen verbuggt. Das ist so ein bisschen blöd mit den Shadern. Muss man mal ein bisschen gegenschlagen und dann geht das wieder. Dass die aktualisiert werden. Oh, ich mag das echt. So. Und der Mond. Machen wir einfach mal so eine kleine Nachtwanderung. Ich mag das einfach. Es wäre jetzt halt nur schön, wenn ja, man so ein bisschen, ich sag mal, also ich habe das ja schon mal gesagt, dass man so den Monster-Spawn ausmachen kann. In gewissen Gebieten zumindest ohne Beleuchtung. Ich meine, die Laternen sind schön, aber die sind halt nicht flächendeckend. Und wenn man es flächendeckend machen würde, würde das ziemlich blöd aussehen. Sondern hat man hier so schön diesen leuchtenden Block mit den Glowstone-Schaltern in der Mitte. Ich mag das. Ach ja. Gut, jetzt gehen wir aber trotzdem ins Bett. Dann machen wir die Monster wieder an. Und ich glaube, die Folge ist dann auch rum. Aber nochmal so ein paar Schönheitsreparaturen hier gemacht. Dieses Mal. So. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir in der nächsten Folge mal nochmal den Wald ein bisschen angehen. Dass wir den Hügel schon mal ein bisschen abgraben und einen Weg anlegen. Dass wir auch immer wieder schön zu unserer Baumfarm da finden. Da hinten. Jo, dann wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss.